bestätigen wir Ihnen Ergebnis des Gentests. Laura, du bist meine Tochter. Herr Saalfeld, für Sie, damit Sie mir nicht mehr vorwerfen, ich würde nur meinen Vater verwöhnen. Laura. Das ist ein Kaufvertrag für ein Restaurant. Klein, aber fein. Außerdem sehr hübsch gelegen. In Paris? Also wenn schon mein Sohn mit der Frau, die er liebt, ein neues Leben beginnt, möchte ich ihm den Anfang so leicht wie möglich machen. Freust du dich? Aufgeregt wie ein kleiner Junge zu Weihnachten. So. Moment. So, und? Gefalle ich dir? Der Mann macht was her. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Alexander. Du ahnst gar nicht, was das für mich bedeutet. Hallo, Herr Saalfeld. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, natürlich. Wunderschöner Tag heute, nicht wahr? Naja, eher verregnet. Ach so? Na, ist auch egal. Spielt doch keine Rolle mehr. Ja. Dann machen Sie es gut, Frau Strobel. Saalfeld? Robert, das ist aber schön von dir zu hören. Wie kommst du darauf, dass es Werner schlecht geht? Sich für alles entschuldigt, was soll das heißen? Ja, das klingt wirklich seltsam. Naja, dein Vater ist im Moment ein bisschen gestresst. Du, Robert, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später nochmal, ja? Entschuldige. Hast du gerade mit dem Robert telefoniert? Ja, hat wegen Werner angerufen. Ach, das ist sehr interessant. Ich habe gerade mit Alexander gesprochen. Der war sehr beunruhigt über ein Telefonat mit Werner. Dein Ex-Mann war wohl außergewöhnlich rührselig. Er hat ihm immer wieder versichert, wie sehr er ihn liebt. Und dann hat er noch ganz lange mit der Laura telefoniert. Ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Ich war gestern nach dem Arztbesuch nicht besonders freundlich zu dir, wo du dich so um mich gekümmert hast. Danke. Vielmals. Ich glaube, Werner will... Er will sich das Leben nehmen. Gesagt, dass ich keine Behandlung wünsche. Wieso lasse mich nicht endlich in Ruhe? Es ist nicht die Chemo. Es ist eine Spezialklinik. Ich gehe in keine Klinik. Niemals. Und das ist mein letztes Wort. Herr Gundermann, es geht ja hier nicht nur um dich. Es betrifft uns alle. Ich finde es unverantwortlich von dir, dass du uns so im Stich lassen willst. Sie sollten wirklich auf Ihren Mann hören. Denken Sie bitte an Ihre Kinder. Ach, die sind alt genug. Und tun Sie mir einen Gefallen, Alfons, und halten Sie sich da raus. Wenn du gut, wenn du unbedingt sterben willst, wieso wartest du denn auch so lange? Geh auf die Dachterrasse und spring, dann hast du es endlich hinter dir.
arme Herr Saalfeld. Wenn man ihm nur irgendwie helfen könnte. Gerade wirkt er wieder so verloren und durcheinander. Ist alles in Ordnung mit ihm? Ja, natürlich. Wunderschöner Tag heute, nicht wahr? Naja, eher verregnet. Ach so? Na, ist auch egal. Spielt ja keine Rolle mehr. Er läuft mutterseelenallein durch den Wald. Was, wenn er sich nicht an den Weg zurückerinnern kann? Oder wenn er sich verläuft? Vielleicht hätte ich ihn fragen sollen, ob ich ihm helfen kann. Emma! Ben! Mann, ich habe ewig auf dich gewartet. Wo warst du? Entschuldige bitte, es tut mir total leid. Ich bin aus Versehen in die falsche Kirche gegangen. Und dann hat's angefangen zu gewittern und ich musste mich unterstellen. Was hat denn der Pfarrer gesagt? Ja, das würde ja gut losgehen mit uns beiden. Wir sollen halt wann anders wiederkommen. Einen leicht genervten Eindruck gemacht. Mist. Ja, es war wirklich peinlich. Ben, ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Meinst du jetzt wegen des Pfarrers? Nein, wegen Herrn Saalfeld. Ich bin ihm vorhin begegnet und der war total merkwürdig drauf. Ich glaube, er wollte runter zum See und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich... Ben, komm, wir müssen ihn suchen. Komm, bitte. Nein, nicht! Herr Saalfeld, was machen Sie denn da? Bitte lassen Sie mich in Ruhe! Hauen Sie ab! Gehen Sie! Das bringt doch nichts. Bitte kommen Sie wieder zurück. Was ich mache, hat Sie nicht zu interessieren, Frau Strobel. Ben, verwickle ihn in ein Gespräch. Versuch ihn irgendwie abzulenken, okay? Was hast du vor? Ich glaube, es ist besser, wenn ich zu ihm ins Wasser gehe. Herr Saalfeld, das ist doch wahnsinnig. Was macht Ihre Freundin da? Denken Sie doch mal an Ihre Kinder. Nehmen Sie Ihre Freundin nach Hause ab, verdammt nochmal! Haben Sie gehört, das geht Sie nicht an? Das könnte Ihnen so passen. Bleiben Sie stehen, Frau Strobel. Ich denke gar nicht daran. Das ist eine Anweisung. Ich bin nicht dienstlich hier. Ich lasse Sie nicht allein, auf gar keinen Fall. Ich kann verstehen, wie Sie sich fühlen. Dass Sie keine Hoffnung mehr haben. Werden Sie doch verstehen, dass ich allein sein möchte. Wir wissen beide, was Sie vorhaben. Ich kann Sie nicht alleine lassen. Jetzt gehen Sie endlich, verdammt nochmal. Respektieren Sie meinen Entschluss. Das ist alles, was ich verlange. Ein bisschen Respekt. Aber ich respektiere Sie doch, Herr Saalfeld. Von wegen. Sie lachen über mich. Sie lachen über mich wie alle anderen auch. Meinen Sie, ich weiß nicht, wie geredet wird? Der Alte dreht durch, der hat Sie nicht mehr alle. Der gehört in die Klapse. Keiner redet so über Sie. Niemand. Alle fühlen mit Ihnen. Ach ja? Meinen Sie, es freut mich, wenn ich bemitleidet werde? Herr Saalfeld. Lassen Sie mir meine Würde, verdammt noch mal. Ich will gehen, solange ich es noch mit Würde tun kann. Bitte, bitte, lassen Sie mir das doch. Das kann ich nicht. Herr Saalfeld, Sie werden geliebt. Zählt das denn gar nicht für Sie? Ja, heute werde ich geliebt. Morgen bin ich eine Last. Jetzt gehen Sie doch endlich. Herr Saalfeld, Herr Saalfeld. Sie sind doch sonst kein Mann, der sofort die Flinte ins Korn wirft. Das sind nicht Sie, so kenne ich Sie gar nicht. Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit. Ich bin nicht mehr ich selbst. Weil Sie krank sind. Ja, unheilbar krank, wie meine Großmutter. Aber hier drin, da sind Sie doch der alte, sture Schädel, Herr Saalfeld, der immer einen Ausweg findet, der beim geringsten Anlass mit dem Kopf durch die Wand geht. Ich werde dement. Es gibt keinen Ausweg. Das vermuten Sie doch nur. Herr Saalfeld, Entschuldigung, aber das ist wirklich dumm. Anstatt sich gründlich untersuchen zu lassen, geben Sie sich Ihrem Selbstmitleid hin. Und dafür wollen Sie Respekt? Niemand wird Sie dafür respektieren. Wie reden Sie denn mit mir? Und mit Würde hat das erst recht nichts zu tun. Ach ja? Würde? Was wissen Sie denn schon von Würde? Was wissen Sie denn schon vom Leben, so jung wie Sie sind? Was wissen Sie denn davon, wie es in mir aussieht? Was wissen Sie davon? Kommen Sie mit mir. Lass sie nicht im Stich.